Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl innen dran. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr die letzte Folge gesehen? Nein? Na dann holt das doch mal nach. Das wäre, denke ich mal, für uns alle gut und vor allen Dingen für euch, denn dann versteht ihr, was hier gerade eigentlich los ist. Ich sehe hier gerade ganz spontan so eine Schanze stehen und ich würde sagen, die nehmen wir uns jetzt mal noch. Und dann wechseln wir nämlich, wir sind gerade noch in der Haut von Trevor, zu Michael. Und mit Michael machen wir dann mal richtig... Oh mein Gott, da ist ja ein Auto oben drauf. Wie krass ist der denn? Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt. Vielleicht sollte man das eher mit einem Motorrad machen. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, die letzte Folge war sehr kontrovers, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht und es war storytellingmäßig recht unterhaltsam. Was wir heute machen ist, wie folgt, wir wechseln zu Michael, denn mit Michael haben wir ein bisschen was zu tun. Eigentlich nicht, aber was wir tun werden, ist uns umziehen, in unseren besten Anzug schlüpfen, beziehungsweise schauen wir mal, wo wir rauskommen, vielleicht behalten wir auch Freizeitkleidung an und wir werden Flugstunden nehmen mit Michael, denn das sollen wir tun und das brauchen wir für die nächste Mission. Und wieder mal fährt er einfach nur im Auto. Und wir haben gerade diesen Dave vom FIB abgesetzt am Hauptquartier. Und wir sehen, es wird langsam wieder hell. Die Ampel wird grün, Gott sei Dank. Ich bin nämlich drüber gefahren. Was machen wir jetzt? Wir nehmen Flugstunden. Die sind hier unten. Und ja, damit bereiten wir uns quasi darauf vor, auf den Flugjob, der wohl Michael zuteil werden wird in der nächsten Heist-Mission, die ja auf den Mist von Trevor gewachsen ist. Diesmal der Typ will irgendein streng geheimes Forschungsobjekt aus dem Wasser holen und dazu werden wir einen Helikopterflieger brauchen und dafür muss Michael ein bisschen Flugzeugfliegen trainieren. Ich freue mich sehr drauf, Flugzeugfliegen im Freestyle-Modus macht massig Spaß. Und, oh, ist da wieder so eine Mission hier? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Was? Ja, den hole ich mir schon, keine Panik. Ey, Diggerchen. Nicht gleich tot sein. Mensch, zum Glück hat es keiner gesehen. Es war nur ein Autounfall. Okay, haben wir geholt. Gestohlener Gegenstand. Naja, gut, $500, die bringen wir dem armen Typen zurück hier. Der kann ja auch nichts dafür. $500 geben wir ihm. Vielleicht kriegen wir ja was dafür, dass wir mal ehrlich sind, ja? Vielleicht hilft das bei unserer nächsten Psychiatersitzung, dass wir mit Michael sagen können, wir waren ehrlich. Auch diese prägnante Frage, die der Psychiater immer stellt nach sexuellem Zeug. Hey. All yours. You rock, bro. See, this is what it's about. Community. Alles klar, mach's gut, Colin Farrell. Dass der immer so prägnant nach diesem Thema Sex fragt, ne? Ich glaube, wenn man da rumhuren würde, würde Michael irgendwann sagen, oh, Mann braucht, was er braucht und so weiter. Und das würde sich dann vielleicht negativ niederschlagen. Und ob es glaubt oder nicht, GTA 5 hat verschiedene Enden. Ja. Das sollten wir nicht unterschätzen. Und ich bin mal gespannt, wie das hier am Schluss für uns enden wird, aufgrund unserer Entscheidungen und so weiter. So, diese kleine Nebenmission haben wir abgeschlossen. Und jetzt geht's Richtung Flughafen. Wir lassen uns jetzt auch nicht mehr ablenken. Es sei denn, es kommt noch so eine kleine Nebenmission. Denn ich habe mir auch sagen lassen, der gute Stinker, der hat da schon eine Nebenmission gefunden, völlig unscheinbar, wo man den Typen einfach sein Fahrrad besorgt, das er irgendwo hat stehen lassen oder was ihm gestohlen wurde oder so. Zack, gibt er einem Aktien im Wert von 100.000. Das ist der absolute Oberhammer. Immer wenn ich jetzt sowas sehe, wenn es mir nicht entgeht, werde ich es deswegen machen. Einfach in der Hoffnung, dass ich den Typen treffe, weil Aktien und dann können wir damit spekulieren und so weiter. Das müssen wir eh mal alles noch machen. Irgendwann werde ich mich mal damit beschäftigen mit den Aktien. Werde ein bisschen investieren. Auch übrigens, ihr erinnert euch zurück an die Life Invader Mission, wo wir den Typen das Telefon am Ohr gesprengt haben. Hätte man da vorher die ganzen Life Invader Aktien gekauft, wären die in die Höhe geschossen vom Allerfeinsten nach dieser Mission. Hat ja Lester dann auch am Telefon gesagt, dass die ganzen Aktien jetzt, dass die jetzt verrückt spielen werden. Das, da hätte man jede Menge Geld machen können. Alles tolle Sachen, da werden wir uns noch mit beschäftigen. Auch wenn ich denke, dass es nicht unbedingt sein muss, denn in GTA-Spielen ganz typisch am Schluss schwimmt man immer im Geld. Das ist auf jeden Fall, ja, am Schluss immer so gewesen. Bis jetzt leider am sinnlosesten in GTA 4, denn in GTA 4 konnte man fast gar nichts mit seinem Geld anfangen. Und da war auch relativ inkonsistent, dass Niko Bellic bis zum Schluss trotzdem immer bei, selbst wenn man schon 2,5 Millionen Dollar in seiner Hosentasche hatte, trotzdem immer noch jedem Missionsgeber und Menschen erzählt hat, er braucht unbedingt das Geld, der braucht Geld, er ist arm, er ist hierher gekommen, um Geld zu haben. Und das war dann irgendwie so ein bisschen inkonsequent. So, wir sind wieder am Flughafen, hier ging es gerade, vielleicht treffen wir ja unseren Kumpel wieder. Und naja, gut, schauen wir uns das mal an. Wir müssen, glaube ich, im Kreis fahren, um ein Stockwerk weiter nach unten zu kommen.
Sie erinnern mich hier gerade an den Flughafen in München. Warum auch immer. Ohne die Palmen halt. Vielleicht, weil das der letzte Flughafen war, den ich gesehen habe. Flughafen München, ja. So, hier müssen wir runter. Wir sind auch leider keine Mission. Hier hätte ich mir jetzt gut vorstellen können, dass vielleicht so ein paar Anhalter warten und irgendwie vom Flughafen wegfallen wollen für günstiges Geld. Das hätte ich mir jetzt tatsächlich gut vorstellen können. Muss ich hier weiter? Ja, ich muss hier weiter. Ist aber auch echt schön designt hier alles. Guck mal, National Office of Security Enforcement. Da sind tolle Plakate, die ganzen großen Buildings hier, diese Skulptur mit den Flugzeugen. Also Rockstar, ihr seid absolute Maschinen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Eure Stadt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man es in dem Fall Level-Designer nennen kann. Eure Level-Designer, also herzlichen Glückwunsch dazu, muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber es ist auch das letzte Mal, dass ich mich dazu äußern werde. Zumindest in diesem Part. Ha, ha, ha. So, alles klar. Wir müssen geradeaus weiterfahren. Ich hoffe, die lassen uns jetzt einfach durch und wollen uns nicht irgendetwas bezichtigen, wenn wir jetzt hier gleich einfach Flugstunden nehmen wollen. Hallihallo, Hallöle. Hallo? Ich würde gerne Flugstunden nehmen. Können Sie mich vielleicht reinlassen? Hallo? Hallo? Stopp. Wieso denn Stopp? Ich möchte hier gerne rein. Hallo? Flugstunden? Ah, müssen wir vielleicht da hoch an der Seite? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir dürfen da natürlich nicht rein, weil da ja der Flughangar ist. Ah ja, okay, wir laufen direkt aufs Symbol. Ja, genau. Flugstunden, liebe Leute. Drücke blub, um die Flugschule zu starten. Ich habe ja ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Flugschule GTA San Andreas war für mich Totschießkriterium. Also mich selbst Totschießkriterium. Oha. Also, oha. Ach du heiliger Mist. Okay, also lerne, wie man von einer Rollbahn startet. Das kriegen wir hin. Wenn wir das in 32 Sekunden schaffen, kriegen wir sogar eine Goldmedaille. Alles klar. Schritt für Schritt. My name is Jackson, with a J. And I'll be your instructor. First things first. Let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. Okay, ich glaube, das kriegen wir gerade noch hin. Wir haben das ja alles schon gemacht. Wir fliegen erstmal los. Und da habe ich auch schon die ersten Ringe gesehen in diesem Video da. Okay, Basic Takeoff klingt gut. Okay, ich kann's, yay! Yay, yay! Congratulations, Pilot! You are now airborne. Yeah, thank you. Navigate through those checkpoints marked on your radar and we can move on to the next lesson. Okay, krieg ich hin. Wow, 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 wow. Oh, seht ihr, da geht's schon los. Vielen Dank, bestanden. Okay, das war ja jetzt doch relativ schön, alles klar. Ich bin guter Dinge. Die erste Mission war gut, wir haben quasi schon gewonnen. Medaille, Übungsstart, Gold, natürlich. Weil das super funktioniert hat, liebe Leute. Wir sind ja schon geflogen mit Trevor. Das wäre ja auch schlimm. Also, hier haben wir Gold. Und das... Oh, sogar kurz, knapp, seht ihr? 31 Sekunden bei 32. Danach wäre schon Silber geworden, alles klar. Landung auf der Rollbahn. Lerne, wie man sicher auf einer Rollbahn landet. Na, da bin ich ja jetzt schon mal gespannt. Die Landung war ja bis jetzt nicht so meine Stärke. Aber gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Now I'm gonna have you attempt a safe landing on the runway. You won't have many chances to get this wrong, so please follow my instructions very closely. Alles klar. Wir starten quasi in der Luft schon. Oh mein Gott. Bin ich wenigstens schon auf Rollfeldhöhe? Start reducing the plane's altitude gradually, so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Und booyah! Hey, das ist gut. 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 Und jetzt nur noch hier durch und... Juhu! Juhu! Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. Okay, am letzten Kontrollpunkt zum völligen Stillstand. Steht still. Ach so, ich hätte das an dem Ding schon zum Stillstand bringen müssen. Na, dann fahren wir jetzt natürlich mal rückwärts. Schaffen wir noch, schaffen wir noch. Ah, shit, wir sind schon in der Silberzeit. Ah, shit. Ah, shit. So, aber. Naja, exzellent. Well, So, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Kurze Unterbrechung. Was sollen wir machen? So ist es manchmal. Mein Standardspruch. So, wir haben leider nur Silber gekriegt. Da muss ich jetzt aber ehrlich gesagt zugeben, das machen wir jetzt nochmal. Ich will Gold.
ich will Gold, ich will die 100% haben. Das können wir nämlich besser, weil wäre die Einblendung schneller da gewesen, hätte ich auch begriffen, dass wir hier tatsächlich... Bong, da sind wir schon. Boah, krasser Hund. Yeah. Okay. Und jetzt landen wir. Wow, wow, Turbulenzen, Turbulenzen. Und wir sind gelandet. So, jetzt fahren wir einfach mal weiter. Und jetzt wissen wir ja, dass wir bei der zweiten Markierung einfach anhalten müssen. Und da machen wir doch dieses Ding hier mit links, würde ich sagen, liebe Leute. Mit links. So. Und hier halten wir an. Bam! Ausgezeichnete Landung. Natürlich haben wir diesmal Gold. Landung auf der Rollbahn bestanden. Sehr schön. Alles klar. Das machen wir jetzt alles hier immer perfekt. Solange ich noch Bock. Ich habe wieder nur Silber. 37 Sekunden. 2 Sekunden zu lang. Okay, wir machen nicht alles perfekt. Lerne, wie man Kopf überfliegt. Alles klar, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt den Looping haben wir ja schon mal Freestyle mit Trevor gemacht, aber wenn man kontrolliert Kopf überfliegen kann, Gott, hoffentlich muss man das nicht alles noch einsetzen, liebe Leute. Kopf überfliegen. You're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Okay, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Alles klar, kriegen wir aber hin. Wir müssen erstmal starten. Oh, geiles Flugzeug. Geiles Flugzeug. Also, los geht's. Alright, Pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Okay, krieg ich hin. Gibt's jetzt einen Kontrollpunkt. Da fliegen wir einfach mal durch hier. Ist ja alles kein Ding. Good. Okay. Let's see what you got. Perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Okay. Perform a barrel roll. Tones of steel. I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. Okay. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay. Okay. Perform 3 barrel rolls in a row. Oh, das ist so geil. Okay. Now let's see how you do upside down. Oh mein Gott. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, krieg ich hin. Okay, roll the plane upside down. Los und hold the plane upside down for several seconds. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Upside down. Upside down. Alter, das ist voll ganz schön lang. Roll the plane right side up. Das ist so geil, Kinder, das ist so geil. Great work out there today. I'll teach you some more moves. Das macht so Spaß. Och, Gott sei Dank haben sie die Flugstörung überarbeitet. Ich kann nicht sagen, was für ein glücklicher Mensch ich bin. Goldmedaille, weil wir so ein guter Überkopfflieger sind. Buja. Hey, 1,35, 5 Sekunden unter Limit. Sehr schön. So, Messerflug. Lerne, wie man auf der Seite fliegt. Das machen wir jetzt einfach mal. Landung. Wir müssen landen. Wir müssen bloß in der Luft bleiben. Landen können wir Computer dann lassen. Dann switchen wir einfach immer Charakter. Dann muss jemand anders landen. So. Landung kriegen wir schon irgendwie hin. Ist doch bloß dieses doofe Starten da. Meine Fresse. So, Messerflug. This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Okay. Das soll man am besten perfektionieren, sonst schaffen wir die späteren Aufgaben nicht anscheinend. Gut, versuchen wir es einfach. Wird schon. Oh mein Gott, ob wir jetzt tatsächlich auch die ganze Übung machen müssen. Und yay. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. Okay. Unsere Rudders müssen wir sogar verwenden. Das wird heftig jetzt. When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perform a knife edge? Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Es ist so geil. Es ist so geil. Ah. Wie weit noch? Wie weit noch? Wie weit noch? Oh Gott. Oh Gott, der Ozean. Der Ozean wartet auf uns. Der Ozean wartet. Liebe Leute, wo lässt du mich hinfliegen? Wann ist es hier vorbei? Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay. Okay. Perform a knife edge on the other side. Geht. Oh, ich habe jetzt zu lange gewartet. Tut mir leid. Level out the plane. Warum hat er mir das beim ersten Mal nicht gesagt, die Drecksau? Well, you're definitely making some progress. Well done. Super. Okay, wir betrachten das mal als, es ist gar nicht so schwer. Man muss halt einfach dann den Rudder-Knopf gedrückt halten, um stabil zu bleiben und nicht nach unten Richtung Boden zu fliegen. Es ist gar nicht so schwer. Das lassen wir jetzt auch, das machen wir nicht nochmal. Der hat mir einfach nicht zeitlich die richtige Dingsbums gegeben. Folge einen Kurs durch die Stadt und fliege dabei in richtiger Höhe. Ach du heilige Scheiße. Okay, das versuchen wir jetzt auch nochmal. Oh nee, ey. Und wir werden die ganze Zeit mit irgendwelchen Bestenlisten abgeglichen. Jetzt stehe ich in irgendeiner Internetkartei. Wie schlecht ich bin. Wahrscheinlich gibt es die ganzen Nerds schon. Okay. Okay, jetzt müssen wir einen ersten Kurs fliegen. Jetzt müssen wir beweisen, dass ich mit dem Stick umgehen kann. Holy shit. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Muss ich ja gestehen. Alles klar. Macht mich bloß nicht fertig. Ich habe ein bisschen Angst. Alles klar, wir versuchen es einfach. So, nächste Markierung ist weiter unten. Oh. Oh Gott, das ist so schlimm. Okay, nee, es ist nicht schlimm. Wir schaffen das. Einfach die Ruhe bewahren, konzentrieren. Einfach in Richtung des nächsten Dings drehen. Wow. Okay. Ganz ruhig bleiben. Nicht so zuckeln. Wenn da manchmal die Turbulenzen dazukommen, das ist ganz schlimm. What? Okay, konzentrieren. Ich konzentriere mich jetzt einfach. Lass mal auch kein Radio haben, was uns eine tolle Musik spielt dabei, ne? Oh mein Gott. Komm schon. Und runter. Runter. Nein. Okay, Vorsicht. Wow. Okay. Ruder und Seitwärtsfliegen müssen zusammenarbeiten, um richtig schöne Kurven fliegen zu können. Oh yeah. Okay, so schnell geht es dann. Das Fahrzeug wurde verstört. Oh. Naja gut, alles klar. Wir versuchen es nochmal. Ach du heilige Scheiße, liebe Kinder. Das wird noch 2-3 Parts dauern hier. Es geht dann jetzt wirklich los. Okay, jetzt einfach mal konzentrieren. Ich sage jetzt mal nichts. Ich will mich jetzt einfach aufs Fliegen konzentrieren, okay? Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir können das Plane sehr gut manövrieren. Okay, ich konzentriere mich jetzt, okay? Sowas kommt dabei raus, wenn ich mich konzentriere. Ihr seht's, ihr könnt laut lachen. So. Schön konzentrieren. Keep it up! Halt, bin ich schon dabei. Look, it's solid! Yeah. What? Jetzt hätte ich doch fast die Flügel abgebrochen. Unglaublich, vielen Dank. Okay, diesmal schaffen wir es. You're looking great out there.
you're looking good. Okay, nicht in die Palmen fliegen. Und ich glaube, das der. Nein! Oh mein Gott, die Laterne. Oh, es ist doch nicht zu fassen. Das Spiel will mich schon wieder bullshitten. Ach du heilige Kacke. Okay, alle guten Dinge sind drei, liebe Leute. Wir machen es nochmal. Ich konzentriere mich einfach nochmal. Genießt die Flugatmosphäre in GTA 5. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist 12:30. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde jetzt erstmal sagen, ich klicke mal auf Verlassen. Ich hoffe, das bricht nicht die komplette Mission ab. Ich muss nämlich mal irgendwo speichern. Machen wir mal beenden. Oh ja, da kommt dann auch noch Heli. Heli wird schwer. Heilige Scheiße. Spring aus großer Höhe und versuche auf einen stationären Ziel zu landen. Oh, da kommt dann auch noch Fallschirmsprungtraining. Okay, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich breche das jetzt nochmal ab. Willst du die Flugschule wirklich beenden? Ja. Ich hoffe, das speichert es irgendwie. Ja, es speichert es. Wir können da hier jederzeit wieder hin zurückkommen. Ich nehme mal kurz hier meine Schnellspeicherfunktion. Und liebe Freunde, damit verabschiede ich mich erstmal aus dem heutigen Part. Wir werden im nächsten Part wieder die Flugschule besuchen. Wir werden das hier nochmal versuchen. Wir werden alle Tests machen, versprochen, damit wir ideal vorbereitet sind und alle Eventualitäten mal durchgegangen sind. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Wir spielen GTA 5, wir bereiten uns auf einen nächsten Heist vor. Michael muss seine Flugfähigkeiten verbessern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Trevor hat ihn darum gebeten, nennen wir es jetzt einfach mal. Und ja, was hier alles noch so in Zukunft auf uns zukommt, werdet ihr sehen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.